Hallo liebe Camperfreunde, heute zeigen wir euch, wie man einen Camper ordnungsgemäß dampft. Und ich zeige es euch heute Schritt für Schritt. Kommt einfach mit und schaut mir dabei zu. Zuerst, der erste Schritt ist im Prinzip einfach nur den Deckel einmal abzudrehen, der vom Dampfen kommt. Das wäre in dem Fall dieser Deckel, den ich schon einmal vorher abmontiert habe, um das zu demonstrieren. Als nächstes kommt der Schlauch, der meistens schon oder immer beim Camper mit enthalten ist, der einmal von unten durchgeführt wird und rangedreht wird. Achtet dabei am besten darauf, dass der Verschluss ganz fest zu ist, damit auch keine Flüssigkeiten an den Seiten rauskommen. Und befestigt das Ende an der Dumpingstation, welches meistens auch mit einem Stein verdeckt ist, sodass ihr das auch mal finden könnt. Und dreht diesen Schlauch bzw. steckt diesen Schlauch einmal hier rein. Hierbei muss das Ende einmal in das Dumpingloch einmal eingesteckt werden, sodass es einmal abfließen kann. Und im nächsten Schritt ziehen wir einmal am schwarzen Hebel, welcher für das Blackwater vorgesehen ist. Und los geht's. Dabei am besten auch am Schlauch direkt festhalten, sodass auch kein Luftdruck entstehen kann, sodass es eventuell auch hochspringt. Jetzt ist einmal schon mal entleert. Nun drücken wir den schwarzen Hebel wieder hinein und ziehen jetzt am Greywater einmal wieder, damit das auch entfließen kann. Immer dabei aufpassen, dass hier natürlich der Schlauch nicht hochspringt. Sobald das alles abgeflossen ist, auch das Greywater, können wir den Hebel wieder hineinschieben und der Prozess des Dumpings ist schon beendet. So einfach geht es und ich wünsche euch viel Spaß bei euren Campingreisen. Das wird ein leichtes Spiel.